Wer geht jetzt zum Auto und holt die Helme? Der mit den kürzeren Haaren. Also du. Hey Leute, wir sind heute, haben wir jetzt uns mal Testräder geschnappt hier. Ein Revel und ein Tok. Noch nie gehört, beide Marken. Wir wollen jetzt eigentlich los und jetzt schüttet es, es regnet. Nicht so geil, aber wir haben uns ein Dirtsuit angezogen, weil wir waren vorbereitet und wollen jetzt trotzdem ein paar Runden drehen. Und einfach das Bike testen und ein bisschen Fahrrad fahren. Und ich denke mal, heute ist nicht so voll wie letztes Jahr bei Dirtmal. Oder vorletztes Jahr waren wir da, ne? Ich glaube auch nicht. Nee, es wird nicht so voll sein. Ja, richtig mies. Auch vor allem für den Tom mit dem Rennen fahren. Das ist jetzt schon kacke auf jeden Fall. Ich glaube, der ist wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so krass motiviert. Vor allem so eine Downhill-Strecke in Regen und so. Könnte wahrscheinlich noch anspruchsvoller sein als sowieso schon. Der ist jetzt eigentlich beim Training, aber ich weiß noch gar nicht, was da jetzt Sache ist. Ja, ist auf jeden Fall echt ein bisschen verblüffend. Immer wenn wir losfahren, Fahrrad fahren, fängt es an zu regnen. Und ja, aber richtig leid tun mir alle, die jetzt Rennen fahren müssen, weil bisher hat das Wetter sich eigentlich gut gehalten gehabt und jetzt ist dann doch irgendwie Regen angesagt. Naja. Ich werde euch jetzt mit auf die GoPro packen und dann legen wir los. Ich habe lange keine Ausfahrt mehr im Regen gehabt. Den ganzen Winter fast den Dirtsuit nicht nutzen müssen. Ich habe jetzt die Ärmel kurz gemacht, weil es ist doch recht warm. Aber halt nass. Aber an den Ärmeln bereue ich es bis hierhin vielleicht. Ja, wir hoffen, wir können jetzt, müssen jetzt nicht hier hochfahren. Jetzt muss ich direkt die Uphill-Performance testen. So, wir müssen auch noch eine Runde die Bremsen einbremsen. Eigentlich ist das Rad mir eine Nummer zu klein wohl, aber... Ah, ich glaube, hier geht es dann zum Dings da hinten. Wir sind jetzt direkt auf der Loose Lee gelandet. Vielleicht nicht jetzt gerade die optimale Strecke, um auf dem Testride mit nicht eingebremsten Bremsen und so weiter zu fahren. Aber wir können es ja entspannt eingehen lassen. Ich glaube nicht, dass jetzt heute hier bei dem Wetter High Life ist. Hier sind wir auf jeden Fall richtig. Jetzt kleinen Uphill Performance Check. Nein, ich gebe kein Gas, ich kann keine Bremse. Das Rad mir eigentlich eine Nummer zu klein ist. Ich bin ein bisschen weit vorne. Aber es ist machbar, es geht. Oh Gott. Boah, Wasserfall. Oh! Shit! Fahrwerk ist natürlich Testbike-mäßig jetzt nicht so übelst gut eingestimmt. Aber ich werde mir, glaube ich, gleich auch ein E-Bike nehmen. Richtige Line auf dem kurzen Stück. Loose Lee war jetzt nicht so viel. Hier ist anscheinend super viel neu geshaped. Boah, super. Krass. Brauche ich schon eigentlich eine Brille fast wieder. Der ist neu. So viel Tropfen in die Augen, ich sehe nichts. Brille fahren. Aber dann siehst du halt auch nichts, ne? Das heißt,
einer Strecke fahren, die vielleicht nicht so mega schnell ist. Heißt vielleicht doch nicht die Flow Country. Ich glaube, auch weil ich keinen Mudguard habe, fliegt mir da alles ins Gesicht. Ja, ich sehe auch nichts und können die Leute auch nichts sehen. So, komm, fährst du ohne Brille? Ich glaube hier links dann, ne? Wenn wir zum Parkplatz wollen. Ja, ja. Ich habe einmal getauscht. Jetzt hat die Michi in das Revel eine Nummer zu groß. Fand ich cool, das Bike. Hat mir gut gefallen. Jetzt das hier ist. Was ist das? Tok, ne? Hä? Tok heißt das. Ja. Das Tok. Bin ich gespannt. Ich habe schon das Gefühl, dass mir der Rebound viel zu wenig ist, gerade in der Gabel. Aber ja, wir gucken mal. Das wär, wir rollen ja ganz entspannte Strecken hier nur. Und das wird schon passen. Ich muss jetzt auf jeden Fall wieder Bremsen einbremsen. Weil das hier, die ganzen Räder hier noch nie gefahren worden sind. Wirklich sehr kurz vom Reach. Oh. Eine gute Klapperei. Boah. Boah. Oh, haben wir ein bisschen was neu gemacht hier. Bisschen verändert. Das ist das Problem. Okay, hinten parkt schon mal. Langsam auf zu regnen von oben. Die Strecken sind so nass, wir sind komplett nass, dass wir jetzt auf jeden Fall einmal die Räder abgeben gehen. Und ohne Brille macht auch irgendwie wenig Sinn gerade, weil alles nach oben spritzt. Ich kann nichts sehen. Ah, die Kurven hier, cool. Die haben mir schon damals, als es neu war, einfach echt Spaß gemacht. So Leute, wir laufen zurück, haben die Räder abgegeben. Es ist echt jetzt mittlerweile einfach viel zu kalt gewesen. Ich hätte auch besser hier die Arme und die Beine nicht abgemacht. Ich glaube, das wäre die bessere Option gewesen. Aber ich dachte, es ist einfach zu warm. Ich bin einfach schon auch im Sommerfeeling. Wie geht's dir? Mir ist auch sehr kalt und ich bin komplett nass. Trotz Dirtsuit und wasserdichten Schuhen. Und wasserdichte Handschuhe, alles nass. Ja, bei mir geht eigentlich. Also alles nass, alles kalt, aber hat Bock gemacht. Ich hätte jetzt Bock, mich einmal trocken zu legen und dann wieder fahren zu gehen.
So Leute, wir sind wieder trocken gelegt, chillen jetzt alle hier gerade in der Bude. Der Regen hat auch aufgehört, wie ihr sehen könnt oder auch nicht sehen könnt. Max am Schneiden, Mandy am Chillen. Tom, freust du dich über das Wetter? Mhm. Erstes Rennen. Ganz gar nicht ziehen. Ich habe noch gar nichts von der Strecke gesehen, von der Downstrecke, aber die werden wir uns bestimmt morgen oder übermorgen mal anschauen. Und natürlich an der Strecke den Tom anfeuern, wenn es losgeht. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall gleich nochmal auf die Expo, haben da noch einen Termin. Und dann wollte ich auf jeden Fall gern beim Noah nochmal vorbeischauen. Den habe ich nämlich gestern auch getroffen von Noah Hubs. Und ja, ansonsten will ich einfach nur unbedingt diese Käsenudeln essen, Leute. Ja, mach. Verfressener. Der redet nur über Essen, ey. Die Bikes waren, das Revel hat mir gut getaugt, aber das Revel hat Bock gemacht, obwohl es dann nochmal zu klein war. So Leute, wir haben uns auf den Weg gemacht. Der Tom geht jetzt zum Training. Bist du bereit? Nee. Aber muss ja, ne? Das Pflichttraining. Ja. Ja, aber hat es ganz klug angestellt, nämlich den ersten Regenschauer hat er gar nicht mitgenommen. Weil sonst hätte man jetzt mit Sicherheit keinen Bock mehr auf Pflichttraining, denke ich mal. Der Steve ist auch noch angekommen. Und wir gehen jetzt eine Runde über die Expo. Ja, dann gucken wir gleich, dass wir den Termin noch abhaken. Und ich will auf jeden Fall noch was essen. Und einkaufen müssen wir auch noch. Also auf jeden Fall volles Abendprogramm. Ja. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht muss das was kaufen. Das ist bei Abus. Nee. Leute, wir laufen jetzt gerade hier an der Downhill lang. Der Tom hat, glaube ich, gerade Pflichttraining. Und ich gucke mir mal so ein paar Elemente an. Weil irgendwie ist das ja schon interessant, ne? Die anderen sind da unten, treffen wir jetzt gleich. Was sagen Sie zum ersten Abschnitt der Downhill-Strecke? Also, ich glaube, man käme da runter, aber nicht so fix wie einige von den Jungs, die hier runterballern. Aber wir kennen ja den Rest noch nicht. Und trocken wäre auf jeden Fall cooler. Aber sieht geil aus. Also ich hätte schon Bock, der erste Double, der ist schon groß, aber ich glaube, den kriegt man hin. Mit genug Speed so. Ed kribbelt auf jeden Fall in den Finger. Ich hätte Bock, wirklich einfach mal auf ganz entspannt mit Marc im geschlossenen Bikepark, nur mit einem Rettungsteam, ja. Das einfach auf ganz entspannt mal zu fahren. Ohne Druck, ohne Nässe. Ach, oh, ich brauche in der Nässe jetzt, egal. Matschstreifen vorne drauf. Einfach nachts. Ich würde ja an Toms Stelle auf jeden Fall mal zum Exis gehen und fragen, ob die mir einen Shorty geben für vorne. Bist du gar nicht gefahren? Doch, doch. Ich bin hingefahren, ja. Das war eine Katastrophe. Ja, weil ich nicht hingefallen bin. Ja, ja. Nicht hingefallen? Nein, ich bin nicht hingefallen. Aber gefahren? Ich bin komplett runtergefahren. Und? Aber jetzt eigentlich so, du fährst halt so die ganze Zeit so. Kein Witz, ey, das ist so. Ja, wir haben das gerade gesehen, das ist echt heftig. So, Leute. Wir sind zurück vom Einkaufen und wieder zu Hause. Es ist jetzt. Was haben wir denn für einen Tag? Ich weiß schon gar nicht, ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. Auf jeden Fall sind wir am Abend. Slopestyle ist jetzt gerade vorbei, das haben wir nicht mehr geschafft einfach. Ich war auch echt durch vom Tag, bisschen müde, schlapp. Und wir wollten einfach jetzt wirklich ein bisschen einfach durch gewesen vom Tag. Und wir wollten jetzt einfach wirklich ein bisschen chillen, auf entspannt, haben was zu essen bestellt. Mich und ich waren gerade nur einkaufen auf die Schnelle, dass wir das noch schaffen, bevor das Essen kommt. Alles in allem, ein schöner Tag aber. Den Patrick habe ich getroffen. Der hat mir ein mega liebes Feedback gegeben heute. Grüße an dich auf jeden Fall. Es hat mich mega gefreut, das ganze Feedback zu hören. Auch zu die ganzen How-To-Videos und so hast du so gelobt. Und freut mich einfach so, tolles Feedback zu kriegen. So liebe Menschen zu treffen aus der Community. Einfach mega schön. Dann hatten wir ein paar schöne Laps im Regen heute. War auch erfolgreich. Ich hätte gerne ein bisschen mehr gefahren, aber mir wurde irgendwann so kalt. Da ging nichts mehr.
Mal gucken, was der Tag morgen bringt. Da nehmen wir euch auf jeden Fall auch wieder mit und gucken mal, was so ja, uns einfällt hier. Let's go. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Video.